Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Endlich mal wieder zurück bei Drakensang. Ja, den Satz sage ich in letzter Zeit ziemlich oft. Ich weiß es, ich weiß es. Und ja, hat auch damit was zu tun, da ich, wie ich vielleicht schon irgendwo mal gesagt hatte, gerade mitten in Umzugs ja, genau. Gerade mitten im Umzugsklabusterei bin. Und heute, wo ich diese Folge aufnehme, an diesem wunderschönen Samstagabend mittlerweile, wollte ich zwar schon längst in der neuen Bude hocken, aber ihr kennt das ja vermutlich. Es hat sich alles ein bisschen verzögert und ein bisschen ja, nach hinten verschoben und alles, weil halt dann man doch nicht so ganz fertig wird mit der ganzen Schamös, als ich eigentlich gedacht hätte. Eine milde Gabe. Ja, dich Habt ihr kenne ich ein schon, mein paar Heller Freund. für Dich einen kenne ich schon. armen Dann nehme Mann? ich gleich reißaus Nun seid und doch nicht plündere lieber so. hinten mal die Fässer, während ich hier ein bisschen was erzähle. Ja, genau. Ich wäre eigentlich gerne viel weiter, als ich jetzt momentan schon bin, aber das kennt man ja. Wird ihr mit Sicherheit auch kennen von euch. Und von dem her, nun ja, nun wird euch das nichts Unbekanntes sein. Und nachdem ich momentan die Wochenenden relativ viel am Renovieren bin, also gerade Freitage und Samstage und dann am Sonntag dann einfach mal ein bisschen ja, Zeit zum Gräten aushängen brauche, was bei mir auch bitter nötig ist teilweise. Aber ich bin ja so ein alter Knochen schon. Und ja, deswegen kann es dann auch mal zu Videoengpässen kommen, auch wenn ich das persönlich sehr, sehr schade finde. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt denn doch endlich mal weiter. Und ich habe jetzt, während ich hier Fischen, gesabbelt habe, Fischen, mal so im Stillen und Heimlichen überlegt, was ich Flusskarpfen, eigentlich Anbarsche, machen will jetzt. Plötzen, alles, was Und Luft ich hat. glaube, wir werden uns, Misslungene Quest haben wir noch keine. Okay, aber wir werden uns mal. Nee, den Geist von Moorbrück nehmen wir uns jetzt nicht an. Und zwar für die. Genau. Nicebacks und die anderen Störrebrands. Bisschen. Ja. Tätig werden. Die Frage ist, jetzt habe ich gerade gar nicht gelesen, ich sollte den Schein besser schnell zum Handelshaus zurückbringen. Dafür dürfte das Vertrauen in meine Arbeit bla. Laran Dijkmol hat auch schon eine weitere Aufgabe für mich. Aber die Frage ist, wo wir den finden. Hirnsuppe lässt grüßen. Genauso wie das Alzheimer. Ja, meine Witze sind heute genauso gut drauf wie ich. Das passt ja dann perfekt. Fische, Nee, Fische, ich glaube, der Fische. Deichmoller, der war doch am Hafen unterwegs, Flusskarpfen, wenn ich mich Anbarsche, nicht Plötzen, ganz alles, täusche. was Schuppen hat, Und findet das ihr tue hier. ich oft. So, Frage ist sich, wo kommen wir zum Hafen jetzt runter? Das müsste ja hier eigentlich irgendwo sein. Eine verschlossene Gittertüre. Glattes, kannst du die nicht zufällig aufmachen? Öffnen. Mach ich. Verschlossen, ja. Und? Naja, geht natürlich nicht. Okay, schade, hätte auch sein können. Vielleicht kommen wir da später noch irgendwie mal rein. Ich hoffe es. Wahrscheinlich werden wir das noch irgendwann mal brauchen. So, und wo kommen wir jetzt zum Hafen zum Kuckuck noch eins? Hier kommen wir. Ah, Ugdan Hafen. Und dann kommen wir hier hinten wahrscheinlich wieder zum Praios-Platz raus. Aber da wollen wir gerade nicht hin. So, Hafen. Kleines Harfenkonzert. Ahahaha. Oh Mann. Ja, ich merke schon, liebe Leute, ich sollte die Anzahl meiner schlechten Witze reduzieren und lieber durch gute ersetzen. Ja, aber momentan ist es halt etwas schwer. Genau, da haben wir das Fragezeichen. Laran Dijkmoler, und der schuldet die Kiste aber schon ziemlich leicht, der Gute. Das ist ein kleiner Kraftmaxe hier, wie scheint. So, wo haben wir denn? Da hinten haben wir den. Was haben wir hier? Ach ja, Flinkes Frettchen, die kennen wir schon, die Taverne. Da waren wir schon mal drin. Wer steht denn hier so aufmüpfig da? Sanfte Sanne. Ein Glück ist die Sperrung der Grafenstadt wieder aufgehoben. Okay. Also sehr viel hat die Gute uns nicht zu sagen. Aber, naja. Man muss ja auch nicht mit jedem reden.
Zumal, wenn sie nichts zu sagen haben. Oh, Kiste. Na komm. Und. Ups. Viermal Ulmholz. Naja, es ist nicht die Welt, aber man kann es brauchen und mitnehmen. Heller und zwei Einbären. Und jetzt nochmal helles Sverdocker. Okay. Kann man immerhin mal brauchen. So. Und ich glaube, wir müssen uns dann bei beiden Handelshäusern einschleimen, wie es scheint. Huhn, warum werden die... Huch. Jetzt hat es gerade gehangen. Warum denn das bitte? Hallo. Ah, sehr gut, der Bestellschein. Ihr trödelt zwar herum wie ein verschlafener Troll, aber diese Helle habt ihr verdient. Wenn ihr euch nicht blöd anstellt, haben wir vielleicht später mehr Arbeit. Na, das ist aber nett. Schön und gut, aber wann bekomme ich denn nur meinen Lohn für den Botengang? So, hätte ich doch glatt vergessen. Hier, ja, Belohnung. Ach, schön. Untersuchung am Hafen, okay. Hat der jetzt noch was für uns? Kommt später. Okay, aber wo können wir dann mit einem Bestellschein zurück? Mich entschieden, für das Handelshaus Störrebrand zu arbeiten. Was? Bescheid geben, dass ich mir erfolgreich in eins der Handelshäuser einschleichen konnte. Okay. Achso, okay, wir brauchen gar nicht beide. So, wo ist denn dann die Vogtin? Ach ja, richtig, in der Grafenstadt. Dann gehen wir mal dorthin. Und erstatten der Guten mal Bericht. Oh ja. Aber dass der Quest dann so schnell erledigt ist? Nee. Das ist wohl bloß dann der Vorquest für irgendwas. Da müssen wir dann wahrscheinlich noch irgendwie besonders was machen. Und wo geht's jetzt da in die Grafenresidenz? Nee, das schaut nach Tempel aus, ja. Sehr nach Tempel. Aber der ist nicht... Ja, natürlich. Perreine-Tempel, ist ja ganz klar. Und hier der Rondra-Tempel, auf den ein kleiner Anschlag verübt worden ist. Oh Mann, Pyro, deine Witze tun weh. Ja, ich weiß. Aber wo ist die dumme Nuss denn? Ferrografenstadt, Handwerker, Kaserne, Zwergenviertel, großer Markt, also ich habe jetzt so gerade keine Ahnung, wo der, wo wir die Gute finden müssen, Krummer Otto. Ich schaue jetzt dann nochmal gerade ins Questlog rein. Vogtin Bescheid geben, ja, aber wo ist die blöde Vogtin? Ist die denn? Ich habe gerade keine Ahnung, wo die... Na, sag mal. Ah, okay, den Scharfschützen haben wir schon drinne. Okay, das ist prima. Aber das erklärt immer noch nicht, wo die Vogtin ist. Ich dachte nämlich, die wäre hier. Perreine Geweihte, Rüstungshändler. Händlerin Rumpelzahn, Schankwirt. Nö. Sind nur Hühner. Krumme Otto, Perreinegeweihte, nee. Ach, ist das vielleicht das hochherrschaftliche Gebäude? Ich hab echt keine Ahnung. Naja, schauen wir mal, ob wir rein können. Ja, Grafenresistenz. Bing! Resistenz vor allen Dingen. Resistenz. Ich meine natürlich Residenz. Jetzt kann ich schon heute nicht mehr reden. Also, oh. Ich glaube, ich sollte die Aufnahme bald beenden nach einer Folge. Das wäre vielleicht für alle von Vorteil.